Fabio De Masi, der linken Politiker, der neben Oskar Lafontaine Wirtschaftspolitik wohl am besten verstanden hat und der wirklich als Cum-Ex-Aufklärer Schlagzeilen gemacht hat, ist der Spitzenkandidat des BSW für die Europawahl. Er hat beim Parteitag eine Rede gehalten, die wir uns jetzt ansehen werden. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Fabio Valeriano Lanfranco De Masi. So viel Zeit muss sein. Und ich wurde hier für einen Vortrag gebucht. Diejenigen, die mich nicht kennen und nicht wissen, was ich hier jetzt mache, fragt vielleicht mal Bundeskanzler Olaf Scholz. Der hat zwar ein paar Erinnerungslücken bei kriminellen Cum-Ex-Geschäften, aber ich bin mir sicher, er erinnert meinen Namen noch. Und das ist auch gut so, liebe Freundinnen und Freunde. Das tut er bestimmt. De Masi hat Scholz angezeigt und die Staatsanwaltschaft, die konnte dann gegen Scholz nicht ermitteln, denn Scholz, der ist ja Bundeskanzler und gegen Bundeskanzler, gegen die kann man doch nicht ermitteln. Auch ein toller Rechtsstaat, den wir hier in Deutschland haben. Wir haben wenig Zeit, daher werde ich später auf eine Vorstellung meiner Person bei den Kandidierenden verzichten. So viel kann ich sagen. Ich werde kandidieren. Ich möchte dazu nur Folgendes sagen. Ich freue mich, wenn ihr es mir gestattet, mit erfahrenen Leuten wie dem Ex-Oberbürgermeister von Düsseldorf, Thomas Geisel, mit dem ehemaligen stellvertretenden UN-Generalsekretär Michael von der Schulenburg, mit Europakennerinnen wie Ruth Firmenich und Judith Bender, mit dem Neurochirurgen aus Zwickau, Professor Warnke, der die Renditemedizin kritisiert, und dem Epidemiologen Friedrich Pürner, der einige überzogene Corona-Maßnahmen kritisierte, mit Leuten wie dem Duisburger Bürgermeister und Stahlbetriebsrat bei ThyssenKrupp, Erkan Köçerla, der weiß, wie das Revier tickt, sowie mit vielen anderen, die ich hier nicht nennen kann, unser Bestes zu geben. Erkan Kocaler kannte ich jetzt tatsächlich gar nicht. Kann sein, dass ich ihn schon mal gesehen habe, aber der Name sagt mir jetzt erstmal nichts. Aber ist ein Gewerkschafter. Das ist schön, was für Leute Bündnis anfangen. Und nicht zu vergessen mit Michael Lüders, den hat De Masi jetzt nicht aufgezählt, den meiner Meinung nach besten außenpolitischen Kommentator, den wir hier in Deutschland haben. Ich möchte im Folgenden in wenigen Punkten das Europawahlprogramm vorstellen. Es steht unter dem Titel „Ein unabhängiges Europa souveräner Demokratien, friedlich und gerecht“. Unser Leitmotiv ist: Weniger ist mehr. Wir wollen ein Europa, das seinen Job macht. Dazu zählt, dass wir endlich das Steuerdumping der großen Konzerne, der Amazons und Googles in Europa unterbinden müssen mit Strafsteuern auf Finanzflüsse in Steueroasen. Nur wenn wir die Daumenschrauben anziehen. Okay, das ist eine gute Idee tatsächlich. Also die andere Idee, die es gab, war ja einfach bei Digitalunternehmen, wenn man schon die Gewinne nicht vernünftig besteuern kann, ja, dann besteuern wir halt den Umsatz. Aber das ist auch nicht. De Masi, der ist ja, wie gesagt, Wirtschaftspolitiker. Der hat sich ja mit diesem Thema wirklich stark beschäftigt. Gegen diese großen Multis haben wir eine Chance, eine internationale Mindestbesteuerung durchzusetzen. Hier muss die EU endlich liefern, um unseren Mittelstand vor den Big Techs aus Übersee zu schützen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir wollen das Kartellrecht schärfen. Dazu zählt für mich auch die Abschöpfung von Übergewinnen, etwa im Energiesektor oder bei den großen US-Big Tech-Konzernen. Es reicht doch nicht, wie Robert Habeck, die Haare schön zu tragen und ein Video zu machen. Nein, man muss sich mit den Mächtigen anlegen, wenn man etwas für die Mehrheit der Bevölkerung herausholen will. Wir streben eine europäische digitale Infrastruktur an, um Souveränität gegen die mächtigen Big Techs und Plattformen zu verteidigen. Denn ihre Algorithmen sind Gift für unser Hirn, für unsere Debatten. Sie entscheiden darüber, was wir lesen, denken und wie wir bezahlen. Wir wollen keine digitale Kolonie der USA sein, liebe Freundinnen und Freunde, und auch nicht von einer Handvoll Tech-Milliardären. Wir stehen im 21. Jahrhundert auch vor der Aufgabe, die Demokratie vor der Wirtschafts- und Datenmacht einiger weniger Konzerne und ihrer Oligarchen zu schützen und die Enteignung unserer Gedanken und unserer Privatsphäre zu beenden, liebe Freundinnen und Freunde.
Wir wollen eine Reform des Beihilfe- und Vergaberechts, um eine aktive Industriepolitik zu machen. Wir müssen es endlich ermöglichen, in Europa wie in den USA oder China in Zukunftstechnologien zu investieren, um die Probleme des 21. Jahrhunderts zu lösen, ob grüner Wasserstoff oder Speichertechnologien für regenerative Energien. Ohne staatliches Engagement und Forschung gäbe es weder das Internet noch andere Schlüsseltechnologien. Und deswegen ist es doch eine große Katastrophe, dass diese sogenannte Fortschrittskoalition jetzt ausgerechnet die Mittel für die Forschung zusammenkürzt. Dieser Irrsinn muss ein Ende haben, liebe Freundinnen und Freunde. Der Bundeskanzler hat nicht nur Erinnerungslücken, er hat auch keinen Plan für die Zukunft. In Deutschland versprach er ein Wirtschaftswunder und heraus kam eine Rezession. Wir sind die größte Volkswirtschaft Europas, doch eines der Schlusslichter bei der Investitionsquote. Rien ne va plus, nichts geht mehr. Unsere Bahnen fahren kaum noch pünktlich, alle Züge stehen still. Nicht weil der Weselski, sondern weil die Ampel es so will, liebe Freundinnen und Freunde. Und auch wenn es einige Menschen verärgert, dass die Lokführer streiken, wo war diese Bundesregierung, als der Bahnvorstand sich die Taschen mit Boni vollmachte? Die FDP fordert jetzt allen Ernstes wegen des Streiks den Ersatz der Lokführer durch künstliche Intelligenz. Liebe Freundinnen und Freunde, wann ersetzen wir einige Minister auf der Regierungsbank durch natürliche Intelligenz? Unsere Infrastruktur wird immer mehr runtergerockt. Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum und der Wohnraum. Ich wollte gerade sagen, also wir könnten die Minister auf der Regierungsbank auch durch künstliche Intelligenz ersetzen. Viel schlechter machen würde die es wahrscheinlich nicht. Der Wohnungsbau ist eingebrochen. Die Mieten fressen die Löhne auf. In keinem anderen G7-Staat außer Deutschland sind die Reallöhne seit der Corona-Krise so stark eingebrochen. Wir wollen daher endlich eine Reform der europäischen Schuldenbremsen. Wir müssen zu einer goldenen Regel zurückfinden, die wieder Kredite für Investitionen ermöglicht. Und ich will das hier nur mal sagen, wenn die sich jetzt hier alle hinstellen und sagen, das ist nur der Lindner, der das blockiert. Ich habe 2019 im Deutschen Bundestag eine Reform der Schuldenbremse gefordert. Und wer war dagegen? Auch die Grünen. Sie haben sie verteidigt und jetzt haben sie eine große Klappe in diesen Debatten. Das Glaubwürdigkeitsdefizit der Politik ist eine der zentralen Ursachen für den Aufstieg der AfD, liebe Freundinnen und Freunde. Gleichwohl, wir wollen im Gegenzug nicht, dass der EU-Haushalt immer weiter wächst. Es ist doch absurd, über den Fiskalpakt die Staatsausgaben vieler europäischer Staaten abzuschnüren und dann ein Trostpflaster aus Brüssel zu verpassen und in jede Kommune hinein zu regieren. Denn Brüssel ist für viele Menschen weiter weg. Wir müssen dafür sorgen, dass auch im EU-Haushalt die Agrarsubventionen endlich den regionalen Bauern und nicht den großen Agrarkonzernen. Masi nennt hier gerade sehr viele Punkte auf einmal. Auch der Wohnungsbau vorhin, der durch die Zinserhöhung der EZB gerade absichtlich zum Abstürzen gebracht wird. Also eine politisch orchestrierte Zerstörung der Bauindustrie, die wir hier gerade leben. Völlig irre, auch völlig unkritisiert in den Mainstream-Medien. Über sowas wird nicht debattiert. Die EZB wird beklatscht, wenn sie die Zinsen erhöht und die Rezession damit weiter verschärft und vor allem den Wohnungsmangel noch weiter verschärft. Das andere, dieser EU-Fiskalpakt, der die Ausgabefähigkeit der Länder dermaßen in einer Rezession einschränkt, ist wirklich gegen jede Vernunft. Zumindest wenn man es als politisches Ziel sieht, die Deindustrialisierung, die wir gerade in Europa sehen, zu stoppen. Aber es wird ja nicht als politisches Ziel gesehen. Es ist ja gut fürs Klima, wenn hier die Industrie abwandert. Also völlig irre die aktuelle Politik. Hat dem Masi wirklich sehr viele richtige Dinge eben angesprochen. Oder den Aldi-Brüdern zugutekommen. Und auch eines ist wichtig, wir wollen Lohndumping im Binnenmarkt unterbinden,
und ortsübliche Tariflöhne schützen. Zustände wie in unseren Schlachthöfen dürfen nicht weiter um sich greifen. Die Beschäftigten dürfen nicht weiter gegeneinander ausgespielt werden im Binnenmarkt. Und wer hier in Deutschland sagt, das Modell Bürgergeld plus Schwarzarbeit muss beendet werden, der muss auch für anständige Löhne sorgen. Arbeit darf nicht billig wie Dreck sein. 14 Euro Mindestlohn, wie es die EU-Mindestlohnrichtlinie vorsieht, liebe Freundinnen und Freunde, das ist Minimum. Warum arbeiten so viele Menschen schwarz? Wenn man dann eher einen Arbeitsplatz findet, wenn man bereit ist, zu jeden Arbeitsbedingungen zu arbeiten, also auch zu solchen, die dann am Finanzamt vorbeigehen. Wenn wir Vollbeschäftigung hätten, dann würde jeder Arbeitnehmer, der das Angebot hat, schwarz zu arbeiten, das wahrscheinlich ablehnen. Also die meisten würden das wahrscheinlich machen. Und denken wir an die Umwelt- und Energiepolitik. Die Ampel hat die Mehrwertsteuern angehoben und auch die CO2-Preise erhöht. Sie treibt so nach dem Preisschock des Wirtschaftskrieges die Preise wieder an und bricht den Leuten mit den schmalen Schultern das Kreuz. Gleichzeitig wurden Tausende von Bahnkilometern abgebaut. Das ist nicht ökologisch, liebe Freundinnen und Freunde, das ist bescheuert. Deswegen müssen wir hier ein deutliches Stoppschild setzen. Wir wollen mehr Nahverkehr, auch auf dem Land, und schnelle Züge zwischen den europäischen Metropolen. Wir wollen eine Alternative zum Emissionshandel, der die Spekulanten reich macht. Wir wollen öffentliche Investitionen und Ordnungspolitik, um die Wirtschaft und Infrastruktur mit Maß und Verstand umzubauen. Dazu braucht es viele hundert Milliarden in Europa. Aber das lässt sich finanzieren, wenn wir in den EU-Mitgliedstaaten wie in Deutschland endlich die Multimillionäre und die Milliardäre, die Quants und die Klattens und nicht die Mittelschicht zur Kasse bitten. Die verursachen mit ihren Privatjets viel mehr CO2-Emissionen als eine Krankenschwester im Schichtbetrieb. Und auch jeder Kampfjet verursacht so viele Emissionen wie ein Pkw-Fahrer in 17 Jahren. Das ist doch der Irrsinn der herrschenden Politik, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, es gibt so ziemlich nichts Klimaschädlicheres als Aufrüstung und Krieg. Und trotzdem setzen sich die Parteien, die angeblich für Klimaschutz sind, für diese Dinge ein. Und mit den Energiesanktionen schaden wir uns selbst viel mehr als Russland. Wie gesagt, wenn einer im Chat von euch zu Unrecht gesperrt werden sollte, dann kann er mich gerne direkt anschreiben, dann wird er wieder entsperrt. Und der Mod, der wird dann entsprechend entmoddet. Ich nachvollziehen kann, welcher Mod den dann gesperrt hat. Ich muss dann schauen, inwieweit man das nachvollziehen kann. Aber ihr seid Mods, damit ihr vernünftig eure Arbeit macht. Und aufpasst, dass hier nicht irgendwelche Wokies die Diskurskultur zerstören. Denn die sind meiner Meinung nach die größte Bedrohung auf Twitch aktuell. Also die setzen ja wirklich so Taktiken ein, die schreiben mir dann Sachen in den Chat, und also die wirklich gar nicht gehen, so Nazi-Sprecher oder so, und melden dann deswegen den Kanal, also solche Diskursstrategien. Also die versuchen da wirklich den Kanal zu sperren, und da muss man eine Grenze setzen. Also demokratische Regeln basieren darauf, dass beide Seiten sie anerkennen. Wenn eine Seite sie nicht mehr anerkennt, dann ja, wird sie halt vom Diskurs ausgeschlossen. Also das beruht auf Reziprozität. Furchtbaren Krieg in der Ukraine damit zu beenden. Jetzt kaufen wir schmutziges Fracking-Gas und russisches Gas auf dem Umweg wieder teurer ein. Putin bezahlt seine Soldaten und diesen Krieg aber in Rubel und nicht in unseren Euros. Und wir sagen auch Nord Stream 2, dieser staatsterroristische Akt, der muss endlich auf. Das hier war gerade MMT, ganz kurz. Also das muss ich jetzt, glaube ich, noch mal kurz betonen. Die Rede ist eh gleich vorbei. Ich erkläre das jetzt noch mal ganz kurz. Ein Staat, der seine eigene Währung herausgibt, kann nicht pleite gehen. Er muss nur dafür sorgen, dass diese Währung akzeptiert wird, dass die Inflation nicht aus dem Ruder läuft. Und er kann sich von dieser Währung alles kaufen, was er will und was in dieser Währung angeboten wird. Genau das macht Russland gerade. Es ist völlig egal, ob wir 300 Milliarden Euro an russischen Währungsreserven einfrieren oder nicht. Solange Russland Rubel drucken kann, kann es diesen Krieg finanzieren. Das heißt, diese Argumentation, wir müssen nur kein Öl aus Russland importieren, dann könnt ihr auch ihren Krieg nicht mehr finanzieren, die war von Anfang an kompletter Unsinn. Also, ja, wie gesagt, das ist die MMT. Das ist, Demasi ist, glaube ich, wirklich der Einzige, der die vollständig verstanden hat.
Sarah Wagenknecht bringt auch manchmal MMT-Argumente und an der anderen Stelle bringt sie die dann doch nicht mehr, ob das aus populistischer Verkürzung ist oder weil sie es wirtschaftlich dann doch etwas anders sieht, weiß ich nicht. Aber Fabio De Masi, der hat das wirklich komplett verstanden. Der hat auch Maurice Höfgen in den Bundestag geholt. Also deswegen mag ich De Masi auch so und finde das so toll, dass er hier so weit oben auf der Liste steht. Aufgeklärt werden, liebe Freundinnen und Freunde, wo ist hier die Bundesregierung? Wir wollen die Sanktionsspirale durchbrechen und endlich mehr Diplomatie wagen. Ja, dieser Krieg Russlands ist ein Verbrechen. Er reiht sich ein in eine Reihe von Völkerrechtsbrüchen des Westens wie im Irak. Aber wenn selbst ukrainische Unterhändler sagten, dass wir im März 2022 in Istanbul kurz vor einer Verhandlungslösung standen, aber NATO-Staaten darauf drängten, den Krieg fortzuführen, und nun der Ukraine noch mehr Verlust an Menschenleben droht, sich die Leichenberge immer höher stapeln und Putin in der Vorderhand ist, dann ist das doch eine völlig verrückte Politik, liebe Freundinnen und Freunde. Und lasst euch nicht einreden, dass jene, die für den Frieden sind, ein Putin-Knecht oder ähnliches seien. Ich weiß noch ganz genau, wie ich im Bundestag im Alleingang während des Wirecard-Skandals Oligarchennetzwerke aufdeckte. Wo waren die Maulhelden in Deutschland da? Sie haben sich alle weggedeckt und weggeduckt und die Taschen voll gemacht. Sie haben das Geld dieser Oligarchen lange Zeit gerne genommen. Von denen brauchen wir keine Belehrung, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir wollen weg von engen Meinungskorridoren, die die Gesellschaft immer tiefer spalten. Egal, wie man etwa zu Impfungen in der Corona-Krise steht. Die Debatten über eine Impfpflicht waren doch fatal, denn es gab überhaupt keinen Fremdschutz dieser Impfung. Während der Corona-Krise gab es keine Talkshow ohne Herrn Lauterbach. Er gehörte dort quasi zur Inneneinrichtung. Aber jetzt ist er Minister. Und die unhaltbaren Zustände in den auf Rendite getrannten Krankenhäusern werden immer schlimmer. Und auch in der Pflege, wo unsere Alten nicht mehr anständig versorgt werden. Den Kindern hat man in der Corona-Krise. Also, weil gerade einer fragt, wieso haben die Regierungen dann trotzdem so argumentiert, wir finanzieren Russlands Krieg? Ja, weil wenn man gesagt hätte, wir wollen Russlands irgendwie schwächen, jetzt relativ egal, was für Folgen das auf die russische Kriegsproduktion hat, die ist jetzt sowieso nicht so relevant. Es geht darum, Russland wirtschaftlich umfassend zu bekämpfen. Es geht darum, die amerikanische Hegemonie aufrechtzuerhalten. Dann hätte man daraus kein moralisches Argument machen können. Also man muss das so argumentieren im Sinne von, Russland führt da gerade Krieg, wir sind jetzt moralisch dazu verpflichtet, der Ukraine irgendwie zu helfen. Da biegt man sich das so zurecht, wie man es der Bevölkerung besser verkaufen kann. Also natürlich schadet es Russland wirtschaftlich, wenn wir mit Russland weniger Handel treiben. Dass es Russland jetzt sogar weniger schadet als der Europäischen Union, das ist jetzt eine ziemliche Ironie und zeigt die ganze westliche Hybris beim Umgang mit Russland. Aber dass man hier Russland zumindest versucht hat zu schwächen durch diesen Wirtschaftskrieg, das kann man ja nicht leugnen. Und anfangs sah es ja tatsächlich so aus, als könnte die russische Wirtschaft ins Straucheln geraten. Aber die russische Regierung hat beherzt reagiert und Russland war auch schon vorher unabhängiger von westlichen Importen gemacht worden als man im Westen gedacht hat. iPads in die Hand gedrückt, anstatt ihn vernünftig lesen und rechnen beizubringen. Die Bildungsungleichheit hat massiv zugenommen, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist doch ein großes Staatsversagen und dagegen müssen wir uns auflehnen. Wir wollen eine EU, die nur das erledigt, was sie wirklich besser kann. Deswegen müssen wir der EU auch in den Arm fallen, wenn sie etwa in Kommunen hineinregiert, die Tariflöhne auf dem Bau aushebelt, die Mitbestimmung unterläuft und in die Arbeits- und Sozialverfassungen der Mitgliedstaaten eingreift. Es geht daher nicht um mehr oder weniger Europa, es geht um mehr Demokratie und Gerechtigkeit in Europa, liebe Freundinnen und Freunde. Der größte Unterschied zwischen AfD und BSW, weil gerade einer fragt, ist die Wirtschaftspolitik. Die Menschen in Deutschland sprechen mittlerweile abends Stoßgebete aus, dass Olaf Scholz ein Kurzarbeiter im Kanzleramt werden möge.
Die Ampelkoalition ist die Erntehilferin der AfD. Aber beten hilft nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Man muss auch wählen. Und deswegen ist die Europawahl eine Chance, dieser Regierung eine deutliche Warnung zu senden. Deshalb kämpfen wir um jede Stimme für das Bündnis Sarah Wagenknecht, Vernunft und Gerechtigkeit. Vielen Dank und Glück auf. Ja, vielen Dank, Fabio De Masi. Wie gesagt, Fabio De Masi wurde ins Europaparlament gewählt. Jetzt habe ich die Liste ausgeblendet. Bin ich blöd. Ich wollte euch zeigen. Auf jeden Fall ist ja auch egal, Fabio De Masi steht da auf jeden Fall auf Platz 1. Ihr seht das, Fabio De Masi mit über 97% ins Europaparlament gewählt. Also deutlich mehr Zustimmung als beispielsweise Thomas Geisel, aber auch der deutliche Mehrheit. Also wir können wirklich nur froh sein, dass solche fähigen Leute wie Fabio De Masi, wie Michael Lüders fürs BSW ins Europaparlament einziehen. Und ich freue mich schon auf die Europawahl. Wir können nur hoffen, dass das BSW zweistellig wird. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal.